Deutschland damit inzwischen zum traurigen Titel Europameister gebracht. Ja. Global gesehen sind die Deutschen damit jedoch keine Spitzenreiter. In den USA schlachten allein die Gesellschaften Tyson Foods mehr als 42 Millionen Tiere pro Woche. Woche, ja, wirklich Woche. 42, das ist Wahnsinn. In China werden über 660 Millionen Schweine pro Jahr geschlachtet. Der Preis für die steigende Fleischnachfrage, Schlachtanlagen werden immer überdimensionierter. Die Fleischerzeugung weltweit immer industrialisierter. Ist wurscht, ich brauche das jetzt nicht weiter vorlesen. Ich glaube, die Message ist durchgekommen. Also ich möchte jetzt grundsätzlich, wenn wir hier davon reden, dass wir irgendwie etwas weiterbringen wollen, verändern wollen, ich will niemandem hier ein schlechtes Gewissen zureden, überhaupt nicht. Ihr trefft jeden Tag Entscheidungen und diese Entscheidungen, und das sage ich mehreren Leuten, diese Entscheidungen könnt ihr nur deswegen treffen, da ihr euren Wissensstand auf euren Stand habt. Wenn ihr euren Wissensstand aufgrund von Lügen oder Halbwahrheiten, wie wir es zum Beispiel gern beim ORF haben, gutes Beispiel, ist für uns als Österreicher sehr wichtig, weil es ein großer Sender, aber durch Halbwahrheiten trefft ihr falsche Entscheidungen. Das fängt damit an, wie sie eure Kinder impft, mit was ihnen zum Essen gibt und. Ich muss ehrlich gesagt eins sagen, ich verteufle es, dass manche Leute, und das hat der Thüringer bei seinem letzten Sommerkabarett sehr gut erwähnt, und leider gibt es das nicht mehr zum Streamen, aber er hat zum Beispiel da zwei Zuschauer angegriffen, und Anführungszeichen, und hat immer ihr komisches Flanellhemd erwähnt. Und ich fand das sehr lustig, weil im Zuge des Kabarettvertritts ist er dann zu ihnen hingegangen und hat gesagt, zuerst, ihr habt sich sicher angesprochen gefühlt, wie ich gesagt habe, erst, das ist sicher von irgendeinem Tandler oder sowas. Ihr könnt dagegen nichts machen. Wenn jemand vor euch steht und sagt, hey, das und das ist aus eurem Glauben heraus falsch, dann hört bitte einmal zu. Das sage ich eigentlich weniger den Leuten, die hier sitzen, sondern das müsste man den Leuten sagen, die heute nicht hier sitzen. Weil das sind die Leute, die im Endeffekt die letzten Figuren sind, die in dem Fall noch richtige Kräfte entfalten können. Wir sitzen hier im Regen, genießen es, aber im Grunde genommen brauchen wir die anderen, weil es ist ja auch in ihrem Interesse. Man greift sie ja nicht an. Will man ja nicht. Warum? So, ich werde jetzt dann langsam zum Ende kommen. Danke übrigens. Mich persönlich macht das krank, das habe ich gleich vorhin mal vorweggeschrieben. Das zu wissen, das hat mich viel Zeit gekostet. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich hatte sogar Erfahrung mit einer Dame aus Schottland. Eine Tirolerin, die an und für sich Wiener nicht so leiden können, und mit der habe ich geskypt stundenlang, und es ist interessant, es gibt Menschen, die zig Kilometer weiter weg sind und die sich genau für die gleichen Probleme interessieren, wie wir sie hier haben, also müssten wir eigentlich schauen, dass wir die Problemlösungen langsam finden. Wir haben zum Beispiel Professor Franz Hörmann, der hatte jetzt auf der AZK im Juli einen Vortrag, äußerst sehr, also sehr guter Vortrag. Es gab dann noch andere Leute wie Chemnitz zum Beispiel, der hat auch etwas dazu gesagt. Es geht hier um das, der Hörmann hat etwas erwähnt, das hat mir sehr gut gefallen, er hat die Earthships erwähnt. Ihr habt sicherlich davon schon gehört. Ich hänge ja selber irgendwie so mit einem halben Fuß, ich zahle extrem viel Miete. Und das, was ich einkaufen kann in Wien, also der Normaltype kann man, will ich nicht essen teilweise. Was macht man? Es kann doch möglich sein, bitte mit Freunden, mit Leuten anfangen, solche Projekte zu unterstützen, vielleicht zu sagen, hey, ich will mein Geld nicht in eine Wohnung investieren, die sündhaft teuer ist, auf Zeit gerechnet, sondern ich will in meine eigenen vier Wände investieren. Nur wisst ihr, was das Problem an der ganzen Sache ist? Ich müsste zum Beispiel ja jährlich da irgendwelche Steuern abführen, für das, dass ich eigentlich eine Landaufwertung betreibe, eine gesunde Familie halte, im Grunde genommen ja sogar noch die Umwelt fördere, werde ich vom Staat noch einmal bestraft, und das kann ich mir als Otto Normalfuzzi nicht leisten. Und der Hörmann hat das, wie gesagt, sehr gut erwähnt, er hat dort zu Tausenden von Leuten gesprochen, und wenn er das schon mal in dem Punkt erreicht hat, wie viel ist dann in die andere Richtung noch offen, nach oben hin, weiterhin? Gesetze, wir schaffen Gesetze, die Gesellschaft.
damit wir alle miteinander gut auskommen. Ich denke, ich kenne manche Leute nicht, ich brauche da kein Gesetz, ich komme trotzdem gut mit denen klar. Man braucht Gesetze vielleicht mit den Leuten, mit denen man nicht klarkommt. Aber diese Gesetze sind meiner Meinung nach mittlerweile total ausgeartet. Diese Gesetze zum Beispiel, wenn wir jetzt wie letztes Mal mit den Lebensmitteln und so weiter hören, die Gesetze sind im Grunde genommen, und wenn man geschichtlich das nachverfolgt, wie die EU gegründet wurde, wird man ja erfahren, dass durch den Antrieb der Binnenwirtschaft die Großindustriellen die damaligen Politiker ziemlich unter Druck gesetzt haben. Die haben sonst gesagt, hey, macht ihr nicht mit, wir lagern aus. Jetzt sind natürlich die Politiker hergegangen und haben vermeintlich das Richtige fürs Volk getan, das ist uns heute unser Verhängnis geworden. Und diese EU treibt in anderen Kontinenten, wie zum Beispiel in Afrika, das sind nur kleine Beispiele, das ist unglaublich, was da abgeht, es ist wirklich unglaublich. Aber da gehen dann solche Leute wie der Hörmann, da stehen solche Leute wie wir hier, und reden miteinander. Wichtig ist, wir müssen miteinander, wir müssen aufeinander lernen zuzuhören und wir müssen langsam die Gesetze auf einer Ebene begründen. Das heißt, ein industrielles Gesetz meiner Meinung nach sollte erst dann als okay geheißen werden, wenn es einen Vorteil für die Natur hat und für die Gesellschaft. Keinen Nachteil. Es gibt so viele junge Studenten. Es gibt allein in Deutschland, was habe ich da gehört, 3500 Patente jährlich, die abgewiesen werden. Wir müssen in die Richtung horchen. Die Möglichkeiten sind schon offen, wie das Ganze finanziert wird, das Finanzsystem. Macht euch jetzt einmal um das keine Sorgen. Ihr seid jeder Einzelne, das habe ich beim Creality, ich habe mir das selber angesehen, weil du davon halt, wie gesagt, auch geschwärmt hast. Franz Hörmann hat das bei der AZK auch erwähnt. Mir hat das deswegen ganz gut gefallen, weil es wirklich, ich kann im Grunde genommen in dieses Netzwerk reingehen und kann mich mit jemandem austauschen, ohne dass ich einen Cent dafür zahlen muss, praktisch gesehen. Weil er profitiert ja von meiner Unterstützung genauso. Also Fiskus brauche ich kein Zahlen. Das ist jetzt einmal, wir müssen einen Spagat machen. Wir sind zurzeit die Hybriden. Wir wollen etwas erreichen, aber müssen trotzdem noch im alten Dreck rumtanzen. Aber ich hoffe, ich konnte euch in dem Punkt ein paar Punkte wiedergeben, wo ihr selber sagt, hey, vielleicht findet ihr jemanden, der vielleicht skeptisch ist, den sie dieses Video mit mir davor spielt, obwohl ich jetzt nicht so schön bin zum Anschauen, spielt es ihnen einfach bei MP3 vor. Und lasst uns einfach nachdenken. Jeder soll für sich nachdenken. Was ist Leben? Und dieser Parasit übrigens, der lebt zwar auch, aber wir Menschen, wir haben die Möglichkeit, uns zu... Der kann nicht einfach sagen, na wurscht, ich treffe mich jetzt mit Nachbarparasiten und dann machen wir Parasitenkinder. Nein, das geht nicht so einfach. Wir haben die Wahl, mit welchem Partner wir nach Hause gehen. Wir haben die Wahl, welche Entscheidung wir oder wie wir weiterleben wollen. Es gibt so gute Technologien und wenn wir die mit altem Wissen kombinieren, dann hätte das Ganze echt Potenzial. Kein Spaß, wirklich. Und ich will euch echt dazu aufrufen, lasst mir diese negativen Punkte, die sind ganz wichtig, weil das ist euer allgemeines Verständnis für das, was heutzutage passiert. Aber ihr müsst positiv denken und deswegen schaut euch das mit Hörmann an. Einfach herrlich. Danke euch. Danke, Toni. Ja, und jetzt...